So, heute wollen wir uns mal mit dem US-Technologieindex Nasdaq beschäftigen, beziehungsweise auch mit dem WTI Rohöl, also ein Index und einer Rohstoff heute am Morgen, beziehungsweise, ja, es ist schon fortgeschrittener Morgen, können wir es schon so sagen. Aber nun gut, ich wollte mal die ersten Impulse des Tages abwarten. Gestern war so der typische Konsolidierungsmontag und heute eigentlich so für mich ist der erste wirklich sinnvolle Handelstag der Woche und dementsprechend gucken wir hier mal rein. Wir bewerten gleich mal den Nasdaq hier anhand der Bollinger Bands und der EMAs, um ganz simpel festzustellen, womit haben wir es zu tun, ja? Intakter Trend, überkauft, verkauft, Konsolidierung und so weiter. Fangen wir mit dem Monatschart an, ganz klar hier zu erkennen, Kurs rein eben. Also in einem völlig intakten Aufwärtstrend drin, das muss man so ihm zugestehen. Im Monatschart dementsprechend hier zwar sehr, 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 sehr teuer bereits, beziehungsweise sehr, sehr hoch im Verlauf, kommt jetzt für mich aktuell keine Long-Position in Frage. Und ich muss auch gleichzeitig dazu sagen, nach dieser unglaublich gewaltigen Rallye. Also, es ist ja schon ein Wahnsinn, was wir hier gesehen haben 2013. Das ist ja, und hat sich ja fast verdoppelt hier, oder beziehungsweise, ja, hat sich fast verdoppelt, genau. Kommt für mich sowieso keine Long-Position aktuell hier in Frage schon. Also, vielleicht kurz, ganz kurzfristig oder sowas in der Richtung, ja. Wenn man jetzt nur den Monatschart betrachten würde, aber selbst hier anhand des Monatscharts würde ich sagen, nee, Long oder das aktuell nicht mehr. Wenn, dann wenigstens eine Korrektur abwarten, aber so jetzt blind irgendwie in den Markt einsteigen, ist mir viel zu heiß und ja, ergibt in meinen Augen auch ehrlich gesagt keinen Sinn. Schauen wir den Wochenchart, wie sieht es hier aus? Hier sieht es schon ein bisschen klarer aus. Und zwar hat sich der Kurs hier vom Upper Bollinger Band deutlich entfernt. Ja, wir sind hier schon einige Meter weit in Richtung Osten marschiert und dementsprechend hier vom Upper Bollinger Band weg. Auch das spricht meiner Meinung nach für eine baldige Korrektur, mindestens jedoch eine Konsolidierung. Also auch hier definitiv kein Long, keine Long oder also kommt für mich nicht in Frage. Wir schauen uns dann auch noch den EMA und Bollinger Band losen Chart an, also den reinen Chart, und da wird schon auffallen, dass wir hier an einige sehr wichtige Widerstände aktuell gestoßen sind. Also auch hier im Wochenchart keine Positionierung in die Long-Richtung. Short vielleicht, muss man wie gesagt im Einzelnen nochmal schauen. Daily Chart, wie sieht es hier aus? Auch hier stark überkaufte Situation gewesen. Das war im letzten Drittel des letzten Monats. Kurs hat sich jetzt auch hier vom Upper Bollinger Band wegbewegt. Ja, typischerweise Konsolidierung entstanden, Korrektur in Aussicht, denke ich. Und dementsprechend auch hier keine Long-Position. H4-Chart, gehen wir mal weiter. Hier macht sich es noch ein bisschen deutlicher. Hier stark überkaufte Situation gewesen am gestrigen Tag bzw. am gestrigen Tagesverlauf. Kurs hat sich jetzt schön wieder unter das Upper Bollinger Band begeben. Und bewegt sich dementsprechend auch gleichzeitig davon weg. Also auch hier brauchen wir erstmal eine Stabilisierung, um hier, wenn man überhaupt Lust hätte, hier sich hier long zu engagieren, aber auch hier die Zeichen eher auf Korrektur. Und der letzte Timeframe, den wir uns immer anschauen, der H1-Chart, hier noch deutlicher, auch Übertreibung gesehen über das Upper Bollinger Band. Kurs hat sich wegbewegt, kurze Konsolidierungsphase und dann ging es schon in die Korrektur über. Also auch hier aktuell kein wirkliches Kaufsignal, höchstens im Falle einer Stabilisierung, was wir uns gerade gleich anschauen. Gut, guck mal hier in den reinen Chart, auf dem Weekly Chart, Monatschart lasse ich es einfach mal weg. Wir schauen uns mal den Wochenchart an. Hier haben wir einige wichtige oder vermeintlich wichtige Begrenzungslinien. Die eine hier, die etwas flacher verlaufende, die hat er durchbrochen. Das war Mitte des letzten Handelsmonats. Ja, aber so richtig etablieren über diesem ersten Ausbruchshoch, also das heißt über 4891, rund 4891 Punkten, konnte er sich auch noch nicht, ja. Jetzt hat er hier ein bisschen mit dieser aufwärtsgerichteten Trendlinie, mit das etwas steiler verlaufenden. Also wir haben hier eine sehr, sehr wichtige Widerstandszone und jetzt heißt es natürlich, okay, wenn wir den Wochenschlusskurs oberhalb dieser Trendlinie sehen, dann wird sich vielleicht diese bullische Aufladung auch nochmal weiter entladen. Aber scheitert der Kurs hier auf Wochenbasis wieder daran, dann wird es natürlich sehr, sehr interessant, was er dann mit dieser ehemaligen Widerstandslinie, die jetzt Korrektur bzw. Supportlinie geworden ist, was er mit der macht. Ja? Sollte der Kurs hier mal einen Wochenschlusskurs unterhalb dieser Trendlinie ja, absolvieren können, denke ich, sollte die Korrektur nicht lange auf sich warten lassen. Und sich diese überkaufte Situation letztendlich auch mal entspannen. Und das bietet natürlich allerhand Chancen, muss man sagen. Klar,
Wenn wir eine starke Rallye im Vorfeld gesehen haben, ist natürlich die, sind natürlich die Chancen auf der Short-Seite größer als jetzt auf der Long-Seite, wo wir vielleicht einfach nicht mehr so viel holen können, rausholen können. Deswegen hier die Konzentration wirklich auf die Short-Seite. Geht es in der Daily-Chart weiter? Da sehen wir auch eine schöne, markante, aufwärtsgerichtete Trendlinie, mit der jetzt schon seit, ja, seit über 2 Wochen kämpft. Und sie einfach noch nicht so richtig hat knacken können, aber sollte es hier zu einem Tagesschlusskurs unterhalb dieser Trendlinie kommen, dann wird es natürlich interessant, ja. Wie können wir uns hier engagieren? Klar, Kurs bricht durch, Retest und ab in die Position rein. Alternativ natürlich ein bisschen aggressiver hier von Seiten des Weekly Charts. Wenn wir einen Wochenschlusskurs unterhalb dieser markanten aufwärtsgerichteten Trendlinie hier sehen, dann könnte man sich beispielsweise schon engagieren. Ja, das wäre einfach ein bisschen spekulativer, ein bisschen aggressiver und die etwas konservativere Variante wäre hier, wie gesagt, diese markante aufwärtsgerichtete Trendlinie im Daily Chart. H4-Chart, guck mal hier mal rein. Hier haben wir es auch mit einem aufwärtsgerichteten Trendkönner, wenn man so mag, zu tun. Zumindest haben wir hier auch eine markante aufwärtsgerichtete Trendlinie und jüngst einen durchbrochenen Widerstand bei ungefähr 4.885 Punkten. Was macht er jetzt? Ja, kann er sich hier stabilisieren? Dann wird es vielleicht nochmal eine kleine Erholung geben. Wie gesagt, Long Orders kommt für mich persönlich nicht in Frage, nur die Short-Seite hier interessant. Und sehen wir aber hier H4-Schlusskurse unterhalb dieser Trendlinie und wird die im besten Fall auch nochmal von unten her getestet, dann denke ich, sollte hier die Korrektur, wie gesagt, hier auch nicht lange auf sich warten lassen. Dann würden wir das Ganze entsprechend der ersten vorläufigen Kursziele in Richtung 4790 bzw. 4780 Punkte rund verfolgen. Das wäre schon mal eine ordentliche Strecke, die man hier ja, im Hinterkopf behalten könnte bzw. mit der man arbeiten könnte. Insgesamt gesehen, Kurszielberechnung beziehungsweise fällt natürlich ein bisschen schwer, weil wir nicht wirklich Formationen haben, aber man kann sich natürlich an den offenen Gaps orientieren, beispielsweise hier bei 4.561,25 Punkten. Wo haben wir noch offene Gaps? Das habe ich noch gar nicht eingezeichnet. Hier unten rund um die 4.172er Marke. Hier haben wir auch nochmal ein deutliches bei rund 4.000. Was sind das hier? 4.020 Punkten, ja, aufgerundet. Haben wir noch mehr? Na gut, weiter habe ich das jetzt noch nicht verfolgt. Lässt sich bestimmt das ein oder andere finden. Es wäre jetzt schon mal eine heftige Bewegung, ja, wenn er überhaupt mal hier runter käme. Das wäre ja schon mal ein ordentliches Statement hier in Richtung 4.561 Punkten. Das wäre schon eine heftige Korrektur, aber in meinen Augen durchaus legitim, nicht unmöglich. Und dementsprechend, ja, hier wie gesagt, die Chance auf der Short-Seite deutlich größer, als wenn wir uns jetzt hier noch irgendwie auf der Long-Seite hier noch irgendwas rausquälen wollen. Aber gut, muss man machen, wer Lust drauf hat. So, jetzt schauen wir uns mal das Rohöl an. Hier sehen wir aktuell einen Kampf zwischen Bären und Bullen im Wochenchart, zwischen dieser Art Dreiecksformation, die wir schon das letzte Mal besprochen haben. Und daraus ergibt sich natürlich auch ein aufwärtsgerichteter Trendkanal. Ja, man kann ja einfach diese Support-Trendlinie raufprojizieren und damit ergibt sich ein aufwärtsgerichteter Trendkanal, respektive bärische Flagge, das werden wir sehen. Und dementsprechend auch hier aktuell keine Long-Orders geplant, denn dafür sind wir zu nah an einem wichtigen Widerstand und auch schon zu weit gelaufen. Ja, also das dementsprechend auch hier kein großartiger Bedarf. Was man machen könnte, scheitert der Kurs per Wochenschlusskurs wieder an dieser Trendlinie und da würde ich auch auf jeden Fall mal der Vollständigkeit halber die Pivot Points mit einbeziehen. Ja, beispielsweise hier der aktuelle Weekly R2, der liegt knapp oberhalb dieser Trendlinie. Wenn ihr vielleicht so einen kleinen Spike hochsetzt und letztendlich aber per Wochenschlusskurs wieder unter diese Trendlinie hier schließt, dann könnte man einen Contra-Trade probieren. Wenigstens zurück erst einmal bis zu diesem letzten durchbrochenen Widerstand rund 49,50 Dollar bzw. rund 48,80 Dollar. Ja, das könnte man probieren. Es wäre schon eine hübsche Strecke, die man hier mitnehmen könnte. Und ja, wenn sich diese Short-Dynamik dann beispielsweise durchsetzen würde, dann könnte man hier auch auf den Ausbruch spekulieren in Richtung Süden und das Ganze entsprechend weiter traden. Aber gut, das muss man dann davon abhängig machen, was wir dann hier für Wochenschlusskurse an dieser Trendlinie hier beziehungsweise dem ehemaligen Widerstandsbereich sehen. Das ist ja aktuell noch gar nicht greifbar. Daily Chart, gucken wir natürlich auch mal rein. Ja, fällt ein bisschen schwer, hier irgendwas Sinnvolles zu erkennen. Jetzt habe ich gerade hier den Rahmen für das Video ein bisschen verschoben. Ich hoffe, man erkennt jetzt trotzdem noch was. Da gab es letztes Mal so ein paar technische Probleme.
Aber wir werden mal probieren, ob man den Rest des Videos auch noch erkennt. Ansonsten bitte schriftliche Analyse, beziehungsweise haben wir jetzt schon den größten Teil des Videos hier absolviert. Na, mal sehen, was jetzt hier noch zu sehen ist im Anschluss. Gut, ja, wie gesagt, Daily Chart, auch hier überkaufte Situation, kein großes Interesse. Auch hier knapp vor einem sehr, sehr wichtigen Widerstand, beziehungsweise schon einmal kurzzeitig dran gescheitert. Was mich interessieren würde, wären beispielsweise diese Support-Bereiche, ehemaligen Widerstandstrendlinien, die sich hier gebildet hatten, aktuell nicht großartig interessant. H4-Chart, dort wird es ein bisschen konkreter. Hier bloß mal hier diese Widerstand jetzt hier rauslöschen. Hier sehen wir auch eine schöne, markante, aufwärtsgerichtete Trendlinie. Über die hatten wir auch das letzte Mal schon gesprochen. Kommt es beispielsweise hier zu einem Durchbruch in Richtung Süden, könnte man sich bei einem entsprechenden Retest engagieren. Ähnlich sehen wir das auch im H1. Ja, hier fällt auch auf, dass wir hier immer wieder so ein paar Unterstützungsbereiche gesehen haben, an denen man sich orientieren könnte. Aber gut, das ist dann natürlich sowieso noch ein bisschen Zukunftsmusik. Hier müssen wir erst einmal auf den Durchbruch warten. Also auch hier wieder konservativere Möglichkeit, erst einmal sagen, okay, ich will keinen Contra-Trade. Ich will erst beim Retest dieses ehemaligen Widerstandes hier einsteigen und dann einfach entsprechend der Long-Richtung traden und etwas aggressiver beziehungsweise etwas, etwas dynamischer vielleicht im Trading-Stil auch die Kontrapositionierung, falls der Kurs hier an der Oberseite dieses Trendkanals scheitert, zunächst einmal in Richtung 49, 50, 48, 8. 40. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in den neuen Handelstag, verabschiede mich bis zur nächsten Analyse und sage Tschüss.